Die meisten nennen mich hier Nobby. Ich bin seit 14 Jahren im Parkettteam bei den EWE Baskets und mittlerweile habe ich die Teamleitung hier übernommen und kümmere mich darum, dass der Aufbau hier mal reibungslos läuft. Heute sind wir hier um 8 Uhr angefangen und das Erste ist, dass wir einmal uns abstimmen, was heute Besonderes anliegt, weil es ist nicht immer das Gleiche zu tun. Manchmal haben wir auch besondere Sachen, die zu erledigen sind. Und wenn wir das abgesprochen haben, dann räumen wir erstmal das ganze Lager aus, damit wir uns schieben und die Materialien an die richtigen Stellen. Und dann können wir anfangen zu arbeiten. Wir bereiten hier in der Arena hauptsächlich den Innenraum vor. Das ist einmal das Parkett. Dann haben wir die LED-Werbebanden. Dann die zweite Bandenreihe vor der Zuschauertribüne. Im Foyer bauen wir die Stände auf. Dann kümmern wir uns um den Aufbau in den VIP-Räumen. Und draußen hängen wir die Fahnen auf. Also alles, was hier rund ums Spiel aufgebaut werden muss, ist unsere Aufgabe. Im Idealfall arbeiten wir beim Aufbau mit 10 Leuten. Beim Abbau geht auch 8 oder 9. Im Schnitt, denke ich, 5 Stunden ist realistisch mit allem Drum und Dran. Eine Platte wiegt also wohl 24 Kilo und wenn man das alles zusammenrechnet, kommt man so auf fast 10 Tonnen Gesamtgewicht. Das ist nur das Parkett und dann kommen noch die ganzen Banden dazu. Also ist schon eine ganze Menge, was wir hier an Gewicht bewegen. Wir bauen aber nicht für jedes Spiel wieder auf, also manchmal kann das Parkett auch liegen bleiben. Also ich rechne mal so 15 Auf- und Abbauten im Jahr und das 14 Jahre, kann man sich ausrechnen, was dabei rauskommt. Ja, manchmal ist das so, dass wir schon am gleichen Tag, wo wir aufbauen, auch wieder abbauen müssen oder sonst sind da vielleicht nur ein oder zwei Tage dazwischen. Es geht ja im Prinzip nur um das Spiel. Wenn die Parkettplatten auf die Transportwagen aufladen, dann stapeln wir so, dass immer Parkett auf Parkettfläche liegt. Also jede zweite Platte drehen wir einmal um und dazwischen haben wir dann so eine Schaumstofffolie, sodass das Parkett nochmal zusätzlich geschützt ist. Vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren mittlerweile wurde in der Trainingshalle das Parkett erneuert. Da habe ich mir von dem alten Parkett was gesichert, ein paar Platten. Und ich habe das bei mir zu Hause in der Wohnung eingebaut. Gerade gestern habe ich im letzten Raum angefangen, das zu legen. Und wenn ich heute fertig bin hier, dann mache ich da auch noch ein bisschen weiter. Und denke, zu Ostern ist dann meine komplette Wohnung mit Original-Baskets-Parkett ausgelegt. Sören? Muss dir das mal eben aus dem Weg räumen. Hinter den Kulissen dabei sein, Spieler und Trainer kennenlernen, ja und sogar an der Einlaufshow teilnehmen, wenn das mal nicht der Traum von jedem jungen Basketballfan ist.